Hallo und herzlich willkommen zu Max Macht, euer Kanal für Camping, Heimwerken und Outdoor. Heute widmen wir uns mal dem Thema Transportboxen. In meinem Fall benutze ich die für meine Dutch-Öfen. Super stabil, super einfach. Wie das funktioniert, zeige ich euch gleich. Los geht's mit dem Boden. Ich wähle mir meine Fläche und allgemein die Größe der Transportkiste einfach nur an der Originalverpackung des Dutch-Ofens. Und zwar nehme ich also die Größe der Verpackung als Innengröße von meiner Transportkiste. Ja, das heißt, ihr müsst ein bisschen aufbauen, ihr müsst ja die Materialstärke noch dazu rechnen, den Deckel oben und unten, weil die Deckel werden ja integriert sein in der Kiste, nicht aufgesetzt. Das heißt, das müsst ihr einfach noch hinzuziehen. Für den Anfang, für den Boden. Meiner wird aus drei Teilen bestehen. Ihr könnt das natürlich auch einfach alles aus einer Fichtenplatte zusägen. Ne, ich habe hier eine Stärke von 1,8 Zentimetern circa. Viel stärker würde ich es gar nicht machen. Das hält. Ich habe auch einen 12er Dutch-Ofen, den ich mit der Kiste trage. Nur halt dann dementsprechend größer vom Volumen. Es hält ohne Probleme. Ich richte mir jetzt erstmal meine Bodenplatte aus. Darauf baut sich alles auf. Es muss nicht aufs Mü stimmen. Es ist ein Holz-Naturprodukt. Es wird sich auch noch mal ein bisschen hier und da verziehen oder sonstiges. Dann habe ich hier einfach zwei Dachlatten und die richte ich mir jetzt hier aus. Das wird dann auch die Füße sein, auf die die Kiste dann steht. Das Ganze wird dann quasi einmal rumgedreht. Hat den Vorteil, dass die Kiste auch noch von unten belüftet wird. Ich richte mir das einfach mal mit einem Holzstück aus. Einfach nur, dass die Abstände gleich sind. Und dann schrauben wir uns das schon fest. Hierzu nehme ich Schrauben mit einer 25er Tiefe. Ich habe hier welche vom Trockenbau. Damit habe ich gute Erfahrung. Das Holz ist relativ frisch. Vorbohren ist jetzt hier nicht nötig. Falls ihr mehr an die Kante rangeht oder so, dann bohrt halt vor. Für den restlichen Aufbau nehme ich auch Schrauben mit Bohrspitze übrigens. Aber das kennt ihr aus meinen anderen Videos. So, die Bodenplatte ist fertig. Wunderbärchen. Als nächstes befestigen wir die Eckpfeiler unserer Transportkiste. Dies hat eine Länge, die dem Innenmaß eurer Transportkiste entspricht. Das heißt Gesamthöhe minus Deckel minus Boden und eine Stärke von, ja, ich sag mal, 4,5 cm Kantenlänge. Das gibt der Kiste genug Stabilität. Diese setzen wir jetzt einfach auf die Ecken, bündig auf die Ecken drauf und schrauben die von unten fest. So, als nächstes kommen wir schon zu der Verbretterung der Kiste. Und zwar müsst ihr jetzt auch hier wieder zwei Seiten macht ihr bündig, wie hier schön zu sehen. Also das heißt, genauso breit wie euer Kistenmaß, das heißt vom Pfeiler zu Pfeiler. Und zwei Seiten müsst ihr wieder ums Doppelte von eurer Stärke, also bei mir 3, insgesamt 3, 2 mal 1,8 cm, also 3,8, warte mal, 1, 3,6, ne? 3,6 cm länger machen. Seht ihr das? Aus folgendem Grund, weil, wie gesagt, zwei Seiten sind bündig, aber hier, die stoßen ja drauf. Sonst habt ihr es, wenn ihr alle bündig macht, habt ihr so ein Eck drin. Versteht ihr? Also müsst ihr zwei Seiten länger machen, damit ihr hier dagegen stoßt. So vielleicht schöner gezeigt. Jetzt kommt die andere Seite und die fügt sich dann so an. Und auf der anderen Seite auch. Und dann gibt es ein schönes Bild. Die schneidet ihr euch zurecht und schraubt die euch einfach drauf. So, dann ist die Kiste eigentlich schon soweit fertig. Jetzt bauen wir noch schnell den Deckel zusammen. Den machen wir genauso wie den Boden. Ihr könnt euch jetzt überlegen, ob ihr es so rumnehmt. Dann würde ich vielleicht andere Schrauben reinmachen, optisch mäßig. Ich drehe das rum und mache mir stattdessen halt noch ein paar Löcher rein und ziehe ein Hanfband durch. Ja, das gleiche mache ich auch als Griff. Finde ich einfach optisch schöner und die Griffe an der Seite macht es beim Transport schon angenehmer. Hierzu brauche ich einen 10er Bohrer. Na, ein bisschen reißen die Löcher trotzdem aus. Also wer das wirklich ganz schick machen will, ne? Der feilt es dann noch und macht es dann noch. Ich ziehe mir einfach die Spreißel ab und schaue, dass ich da jetzt mit meiner Kordel durchkomme. Dann schaue ich, wie ich am besten mit den Händen durchkomme. Das sieht doch ganz gut aus. Und mache mir dann einfach
hinten dran Knoten rein. Dann habe ich dafür einen wunderbaren Griff. Das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite und am Deckel. So, die Kiste ist jetzt eigentlich soweit fertig. Ich habe überall meine Griffe dran. Passt alles wunderbar. Sehr schön. Ich mache mir jetzt aber noch abschließend, das ist eine Glaubensfrage, ich mache es einfach, weil ich damit gut fahre. Also ich lagere meinen Dutch-Ofen wirklich das ganze Jahr über da drin und teilweise fasse ich die ein halbes Jahr nicht an und wenn ich die raushol, sind die nie verrostet oder haben irgendwas. Und deswegen mache ich es einfach weiterhin. Ich mache mir noch ein Belüftungsloch rein auf jede Seite ein. Wie groß, das könnt ihr euch überlegen. Ich habe hier dafür so einen Pfostenbohrer, habe mir jetzt schon die Stelle rausgemessen, wo ich es optisch einfach schön finde, dass ich es haben möchte und mache mir jetzt auf jede Seite, also auf zwei Seiten jeweils ein Belüftungsloch, das sollte reichen. So, habe ich meine Belüftungslöcher. Jetzt schauen wir, ob der Dutch Oven noch schön reinpasst, aber haben wir ja vorhin, glaube ich, schon mal geguckt, weiß nicht. Stellen wir den rein. Ihr seht, ich habe super, super viel Platz, auch noch nach oben. Ich kann also noch Handschuhe, Deckelheber, weiß der Geier was mit rein tun. Deckel drauf. Hält wunderbar. So, abschließend nochmal ganz kurz zusammengefasst. Die Kisten sind äußerst stabil. Ein weiterer Vorteil, ihr könnt die auch einfach während ihr am Feuer kocht, als Sitzhocker benutzen. Das halten die absolut aus. Ich bin jetzt ja auch kein Leichtgewicht und ich kann da ganz bequem drauf sitzen. Sind sehr langlebig. Ich würde euch empfehlen, deswegen auch der kleine Farbunterschied, die einfach nochmal mit Leinöl zu behandeln. Das mache ich bei der noch. Ich schleife die noch ein bisschen ab, mache die schön und dann öle ich mir die Kisten einfach. Das macht die einfach noch wahnsinnig witterungsbeständig. Ja, ansonsten... ja, ist euch designmäßig keine Grenzen gesetzt, tobt euch aus. Ich habe euch jetzt einfach mal gezeigt, wie das Grundgerüst so sehr stabil und sehr einfach funktioniert. Und dann viel Spaß beim Nachmachen. Ja, und dann, wie immer, wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, schreibt uns in die Kommentare und vergesst auf keinen Fall, meinen Kanal zu abonnieren. Euer Max.